Hallo und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Hi und herzlich willkommen zur 52. Folge deines Federleicht-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du die nächsten Minuten mit mir gemeinsam verbringen möchtest. Denn heute sprechen wir über das spannende Thema Willenskraft, beziehungsweise darüber, warum dir reine Willenskraft absolut gar nichts bringt, um deine Ziele zu erreichen und was du stattdessen brauchst. Und bevor wir so richtig loslegen, möchte ich dich noch bitten, beziehungsweise dich daran erinnern, dass es auch eine passende Facebook-Community gibt, nämlich die Federleicht-Community. Du findest den Link hier unter dem Video, beziehungsweise in den Shownotes des Podcasts. Und wenn du da noch nicht dabei bist, dann komm unbedingt dazu, denn jeden Dienstagabend gibt es hier ein exklusives Live-Coaching, völlig kostenlos. Und außerdem, ja, gibt es da noch ganz viele Tipps und Tricks. Du kannst also das, was du hier im Podcast hörst, damit noch ergänzen. Und selbstverständlich ist die Gruppe kostenlos. So, und jetzt starten wir mit dem heutigen Thema, dem Thema Willenskraft. Lass mich mit einer Frage beginnen. Wie oft hast du schon versucht, etwas mit Willenskraft und Disziplin zu erreichen? Wie oft hast du das schon versucht? Und lass mich direkt eine zweite Frage anhängen, nämlich wie oft hattest du damit dauerhaften Erfolg? Und die Betonung liegt hierbei wirklich auf dauerhaft, denn ich glaube, wir haben alle schon mal was geschafft, kurze Zeit zu erreichen. Eines der besten Beispiele ist, dass du 5 Kilo abgenommen hast und da warst du vielleicht total diszipliniert, bist mehrmals die Woche joggen gegangen oder ins Fitnessstudio, hast deine Ernährung radikal umgestellt, hast auf Zucker und Alkohol und auf Fastfood verzichtet, hast ganz viel Wasser getrunken, also wirklich vollstes Programm. Und dann hast du vielleicht dein Ziel kurzfristig auch erreicht und dann bist du doch wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen und warst am Ende frustrierter als vorher, weil der ganze Kampf, alles, was du dafür getan hast, all deine Disziplin sich am Ende nicht dauerhaft ausgezahlt hat. Jetzt ist dieses Abnehmbeispiel wirklich nur ein Beispiel. Das gilt für alle anderen Lebensbereiche auch. Und ja, ein Stück weit brauchst du natürlich Willenskraft und Disziplin. Und manche Menschen haben das mehr als andere. Man kann sich das auch ein Stück weit antrainieren. Also ich sage nicht, dass du alle deine Ziele erreichen kannst und dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, während du auf der Couch sitzt und Sternenstaub zählst. Ich sage sehr wohl, dass du was dafür tun musst. Aber die allermeisten Menschen gehen das falsch an. Sie glauben, dass sie ganz viel Willenskraft und ganz viel eiserne Disziplin brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Und wenn du allein über diese Worte nachdenkst, eiserne Disziplin, starke Willenskraft, was löst das in dir aus? In diesem Podcast geht es um Selbstliebe, um Leichtigkeit, um Lebensfreude. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Worte höre, dann löst das bei mir keine Leichtigkeit aus, sondern eher so ein Verkrampfen in der Magengegend, sodass man so denkt, so, oh, da habe ich echt nicht wirklich viel Lust drauf. Und das ist auch der Grund, warum wir es dauerhaft nicht schaffen. Jeder von uns kann kurzfristig diszipliniert sein. Aber, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du deine Ziele und Wünsche dauerhaft erreichen möchtest und nicht einfach mal kurz, um dann wieder zurückzufallen. Und dafür brauchst du etwas ganz anderes. Und das möchte ich dir jetzt verraten. Und das ist super wichtig. Und noch als Tipp vorneweg, schreib dir diese Sachen am besten auf, denn wir vergessen sie ganz oft. Wir hören was, wir sehen was und denken, oh, ist das cool, das setze ich um. Und kaum haben wir den Podcast ausgeschaltet oder das YouTube-Video ausgemacht oder das Buch zugeklappt, ist diese ganze Euphorie, dieser ganze Enthusiasmus, das mache ich jetzt, das ist dann plötzlich wieder weg. Und es hilft, wenn du dir diese Dinge einfach in kurzen Stichpunkten aufschreibst. Das nur als Tipp am Rande. Also, was brauchst du? Du, wirklich du,
um deine Ziele, deine Wünsche dauerhaft umzusetzen und zu erreichen? Du brauchst einen Kontext. Wenn wir ganz viel Kraft aufwenden, wenn wir uns quälen, wenn wir versuchen, etwas mit Disziplin und Willenskraft zu erreichen, dann geht es meistens deshalb schief, weil uns der Kontext fehlt. Und was meine ich mit Kontext? Kontext bedeutet, dass du einen Rahmen brauchst. Also warum willst du etwas erreichen? Möchtest du 10 Kilo abnehmen? Warum willst du das? Was ist der Kontext? Welche Person möchtest du sein? Es geht nie um die Zahl auf der Waage. Möchtest du 1 Million Euro verdienen? Warum willst du das? Was ist der Kontext für dieses viele Geld? Wer bist du, wenn du diese 1 Million Euro verdienst? Möchtest du deinen Traumpartner finden? Warum willst du diesen Traumpartner? Wer bist du? Wer ist dein Traum-Ich, wenn es diese Traumpartnerschaft lebt? Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es geht um den Kontext. Erschaffe dir zuerst deinen Kontext, sprich dein Selbstbild. Wer ist dein Future-Ich? Wer ist dein Zukunfts-Ich? Wer ist die beste Person von dir selbst? Und dann überleg, wie du dahin kommst. Und das verhindert, dass du Kurzschlusshandlungen erlebst, dass du kurzfristig ganz viel Kraft aufwendest, die du auf Dauer nicht mehr halten kannst. Denn wenn dein Ziel und deine Wünsche keinen Kontext haben, sprich, wenn sie nicht zu deinem Selbstbild passen, dann wirst du das dauerhaft nicht halten können. Das ist ein bisschen so, wie wenn du mit einem so einem Gymnastikband, so einem Terraband zum Sport machen, wenn du das ganz lange ziehst, das geht ein Stück, das lässt sich ganz schön weit dehnen. Aber du musst unheimlich viel Kraft aufwenden, um das komplett gestreckt zu halten. Und sobald du diese Kraft auch nur ein bisschen löst, schnallt es wieder zurück. Und du bist genau da, wo du am Anfang auch warst. Nur, dass du jetzt noch frustrierter bist, weil du dir selber deine Bullshit-Story erzählst von okay, ich schaffe es einfach nicht, weil ich habe nicht genug Willenskraft und ich bin nicht diszipliniert genug. Kommt dir vielleicht bekannt vor. Mir ganz sicher. Und ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen und auch aus der Erfahrung von vielen meinen Teilnehmerinnen und meinen Kundinnen, zuerst kommt der Kontext, zuerst kommt dein Selbstbild. Wer bist du? Wer willst du sein? Wie sieht für dich die perfekte Person deines Zukunfts-Ichs, deiner besten Version von dir selbst aus? Und Achtung, es geht hierbei nicht darum, irgendjemanden nachzuahmen. Es geht nicht darum, Modelmaße zu bekommen oder irgendwelchen Promis nachzueifern oder anderen Vorbildern, denn du bist schon perfekt, so wie du bist. In dir steckt schon unendliches Potenzial. Du musst niemand anderen kopieren. Du solltest niemand anderen kopieren. Aber du darfst sehr wohl dich mit dir selber vergleichen und jeden Tag ein Stückchen mehr die Version von dir werden, die du sein möchtest. Das ist die erste Frage, die du dir stellen darfst. Wie sieht denn mein Zukunfts-Ich aus? Wie sieht meine perfekte Version von mir aus? Was macht die? Wie handelt die? Wie fühlt die? Was tut die denn so den ganzen Tag? Und danach beginnst du deinen Alltag, deine Gefühle, deine Gedanken, deine Handlungen auszurichten. Lass mich dir noch ein Beispiel geben. Wenn du also sagst, ja, also die perfekte Version von mir selbst, die ist total sportlich, die ist schlank, die fühlt sich wohl in ihrem Körper, die fühlt sich attraktiv. Und das ist dein Kontext, das ist das, was du haben möchtest. Jetzt hast du vielleicht 20 Kilo Übergewicht und sitzt auf der Couch und isst Chips. Und klar kannst du versuchen, mit Gewalt 20 Kilo abzunehmen. Oder du fühlst dich immer mehr in diese beste Version von dir selbst rein. Denn die existiert schon, du hast sie bloß noch nicht in deine Realität geholt. Und dann passt du deinen Alltag an. Also du fragst dich immer, was würde meine perfekte Version von mir selbst, was würde die heute tun?
Würde die jetzt die Pizza essen oder würde die sich eine Gemüsepfanne machen? Würde die Netflix schauen oder würde die vielleicht noch eine Runde joggen oder spazieren gehen? Und daran orientierst du dich. Denk daran, du darfst dein Selbstbild selber wählen. Deshalb heißt es Selbstbild. Du darfst dir das aussuchen. Und dann beginnst du deine Handlung daran anzupassen. Damit kreierst du dir einen Kontext und plötzlich werden mit ein bisschen Übung diese Handlungen, die für dein perfektes Ich passen, normal. Und dann musst du nicht mehr überlegen. Ich höre so oft von meinen Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, auch in der Facebook-Gruppe oder von meinen Kundinnen, die sagen: Mensch, Carla, du bist ja so diszipliniert, dass du jeden Tag Sport machst. Das ist so krass. Ich muss mich da zweimal die Woche, wenn überhaupt, quäle ich mich dazu. Für mich ist es keine Disziplin. Ich brauche keine Disziplin dafür, weil es zu meinem Selbstbild passt. Ich sehe mich selber als jemanden, der regelmäßig Sport macht, als jemand, der sich gerne bewegt, als jemand, für den das absolut normal ist. Also kostet es mich so gut wie keine Überwindung. Klar habe ich auch mal Tage, wenn der Regen waagrecht kommt, wo ich denke, boah, nee, jetzt habe ich echt keine Lust zu joggen. Kommt vor, natürlich. Aber im Großen und Ganzen kostet es mich keine Überwindung, denn das ist das größte Geheimnis. Je mehr die Handlung zu deinem Selbstbild passt, desto weniger Willenskraft und Disziplin musst du aufbringen, weil es dein neues Normal ist. Also frag dich, was soll für dich normal sein? Was soll dein neues Normal sein? Und da passt du dich an. Probier es mal aus. Es ist den Tipp oder diese Tipps, die ich dir in dieser Episode gebe, die sind lebensverändernd. Und ja, das hört sich immer so hochtrabend an. Es ist so. Du kannst alles in deinem Leben verändern. Aber nicht mit Gewalt und Willenskraft und Disziplin. Das ist, sag jetzt mal, die männliche Variante, ohne das abwertend zu meinen. Über männliche und weibliche Energien reden wir in einem der nächsten Episoden. Aber du wirst es dauerhaft nicht halten können. Und das ist das, was du willst, nehme ich mal an. Das ist auch der Grund, warum Leute, die 20 Millionen Euro im Jackpot gewinnen, im Lotto gewinnen, warum das nach wenigen Jahren bei den allermeisten wieder weg ist. Weil der Kontext nicht da war. Das war einfach jemand, der ein ganz anderes Denken zu Geld hat, ein ganz anderes Selbstbild zu finanziellem, plötzlich mehr oder weniger durch Zufall, auch wenn es das vielleicht nicht gibt, aber in dem Fall nennen wir es jetzt einfach mal so, ganz viel Geld bekommt. Aber der Kontext passt nicht. Es ist kein Behälter da dafür. Und deshalb geht es wieder verloren. Und natürlich ist man danach noch frustrierter als vorher. Und das ist egal, ob das um Geld geht, ob es um Beziehung geht, ob es um deine Figur, deine Gesundheit geht. Du brauchst einen Kontext. Also bevor du anfängst, blind irgendeinen Aktionismus auszuüben, frag dich, was ist mein Kontext? Wo stehe ich gerade und wo will ich hin? Wie sieht die beste Version meiner selbst aus? Und dann frag dich, wie würde die denn handeln? Du kannst dich das auch abends fragen, wenn du ins Bett gehst. Habe ich heute einen Tag durchlebt, der zu meiner besten Version passt? Wie hätte die beste Version meiner selbst diesen Tag erlebt? Und dann überleg mal, wie viel Prozent davon sind so und wie viel Prozent sind nicht? Und setz dich nicht unter Druck. Es geht nicht darum, alles 100% richtig zu machen. Es geht einfach darum, dass du jeden Tag ein bisschen mehr so handelst wie dein Zukunfts-Ich. Ein bisschen mehr so wie die perfekte Version von dir selbst. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefallen hat. Bitte setz es um. Ich kann dir versprechen, wenn du es umsetzt, dann wird sich dein Leben verändern und zwar extrem zum Positiven. Wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, komm in die Facebook-Gruppe Federleicht Community, exklusiv für Frauen. Wenn du magst, bitte hinterlass mir doch gerne einen Kommentar, schick mir ein Feedback, wenn du das hier auf iTunes hörst. Hinterlass mir 5 Sterne, abonniere meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst. Ich stecke sehr viel Zeit, Liebe, Leidenschaft hier rein und ich hoffe, dass das bei dir ankommt. Ich danke dir von Herzen, dass du wieder zugehört hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dann, ciao. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht Podcast mit dabei warst.
Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht Community auf Facebook. Hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching für mehr Selbstliebe, Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben.